Yay, meins. Sehr gut. Okay, wir gehen mal kurz nach unten. Vielleicht können wir da noch was machen oder es kommt erst später. Ich weiß es nicht. Ein Versuch ist es immer wert. Drück. Abwärts, sag einfach was trinken. So, da kommt die Musik wieder. Ach, eine Leiche. Ausweichdistanz, okay. Ah, und eine Hecktruhe. Okay, es war gut hinzugehen. Sehr nice. Dämonenschrei. Hat sich gelohnt. Dämonenschrei, das muss ich mir angucken. Phönixdolch, okay. Kannst du schon mal eine Tolle treten? So wie er jetzt ist. Tugendwürde, aha. Dämonenschrei. Eine Waffe in Form von Dämonenreißzähnen. Okay, wir haben auch was für die Hände. Das ist voll cool. Kampfmaschinen. Fausttyp 40. Ausrüsten. Alles klar. Interessant. So, dann können wir jetzt erstmal wieder zurückgehen. Gib einen kurzen Schnitt. Ich kündige es wieder an. Be a trap. Still, we should at least head over there and gather data, right? So, jetzt sind wir hier bei den Maschinen. Ich habe jetzt einfach das Gespräch weggedrückt, wie man gesehen und gehört hat. Na komm. Ich wollte nämlich... Ja, wir müssen ja nicht jedes Mal das Gespräch uns reinziehen und wir müssen jetzt auch nicht wieder kämpfen. Da hab ich keinen Bock drauf. Naja, ich folge ja This Way. Gehen wir hier auf den Pinsel. So, meins. Mal kurz gucken. Hier ist sonst nichts. Okay. Auf geht's zum Dorf der Maschinenwesen. Yay. Ich finde schön, dass es so schnell ist. Aber es gibt auch noch etwas, was ich machen muss. Nämlich bei dem... Bei dem. What's that? Oh, right. You wouldn't have seen that before. They're sending supplies up from Earth to the moon in the bunker. There are no spare parts or fuel in space, after all. So, was wollte ich sagen? Wir müssen noch zu dem wissenschaftlichen Roboter, der hier, der gesponsert werden will. Weil es lohnt sich, den zu sponsern, möchte ich nur mal anmerken. Also, halbwegs, ne? So, why don't the machines, or the aliens who created them, attack the bunker directly? They originally came here from outer space, right? Well, there are a few theories about that, but no one knows for sure. Hard to tell what an alien is thinking, you know? Ja. Hallo, jetzt tritt doch die dämliche Kiste auf. Okay, wir können hier tatsächlich runter. Bin nur runtergesprungen. Wegen dem Hinweis darauf, dass man hier runter kann. Ah. Wir hätten... Okay. Alles klar. Nice. Lauf.
Okay, Weißbild ist mal was Neues. Kommt wieder eine Szene, die wir noch nicht kennen. Hallo? Weißbild, Ladedonut. Brother? Why do we have to wear undergarments? It's such a hassle. The records claim humans covered their crotches as they went about their business. Revealing one's genitals was seen as problematic. So just be quiet and wear them already. Okay. But why are we eating this plant matter? Machines don't need to eat things like this. This is a type of fruit. Our data suggests that mankind gained great intelligence from consuming fruit. So quit griping and eat it already. All right. If that's what you want. But once we're done, can we play together for a bit? Fine. Oh, great. Then I'll eat lots of fruit. Das ist ja mal interessant. Dass wir jetzt. Das ist voll cool, dass wir so viele neue Szenen haben. Ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist voll geil. Hammer. Einfach Hammer. Nur die Ladezeiten sind ein bisschen nervig. Mimi. Ladezeiten. Mimi. Bevor ich da hingehe. Ah, das war der Ausgang, den wir noch freimachen müssen. Okay, wir gehen erst ins Dorf. Pascal, ich komme, um mit dir zu reden. Hi. Hallo? Can't trust anything the machines say. I understand you see us as the enemy, but... Well, anyway, my name is Pascal. I'm the leader of this village. Those who reside here desire nothing more than to live a peaceful existence. Look around for yourself. You'll see that it's true. Das werden wir. Noch einmal runterflutschen. War denn hier nochmal? Nichts. Ich werde den falschen Knopf gedrückt. Ich verstehe. Warum war der Pot ausgewählt? Ich verstehe es nicht. Okay, wir müssen nach unten. Hallo? Ah, okay. Das war genau das gemeint, alles klar. Ein friedlicher Goliath. So. Gibt's aber noch mehr. Darf ich auch nicht dran? Ah! Ätzend. Hallo. Die Existenz geht dem... Ich drück das einfach mal weg. Oh, die Melancholie haben wir wieder angenommen. Toll. Ja, yeah, die Melancholie. Oh, ein bisschen Melancholie. Ja, lassen wir nach unten. Ah, hallo. Ja, komm hier. Laber nicht so viel. Ah, nochmal da unten. Wir wollen ja einmal genau Bescheid wissen, was er gesagt hat. Der alte Player. So, jetzt sollten sie zufrieden sein. Upsa. Ah, oh, geh doch. Leck mich am Arsch, ey. Diese Leiter. Kacke, geht mir manchmal ein bisschen auf den Piss. Okay, da haben wir nichts mehr. Sehr gut, den haben wir erledigt. So, runter.
Und drüber. Und reden. Ja, bla 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 bla. Treibstofffilter, sehr gut. Haben wir das. Dann gehen wir mal kurz zurück. Nochmal dahin. Da müsste jetzt doch eigentlich der Bastelheinz sein, ne? Bastelheinz. Oder was denn nun? Operator 210 to 9S. This is your regularly scheduled contact. I have something important to discuss with you today. What is it? Our maintenance team filed a complaint about how you treat your flight unit. They requested that you cease making unauthorized modifications. Well, I kinda had to. There's so much excess data sent to me from the satellite, it's delaying aim correction. If you have a rebuttal, you need to discuss it with maintenance. Fight it out if you must. Operator 210, out. Jeez. Ja, my operator's more prone to violence than I thought. Ja, ja, kleiner Rebell. Hallo, Sie haben derzeit in Höhe von 25.000 in mich investiert. Wären Sie eventuell bereit? Ja, komm, wir investieren noch mehr. Jubel, Freude, dass ich dazu in der Lage bin, hätte ich mir selbst kaum zugetraut. Und ganz unter uns, wenn Sie genug investieren, dann bekommen Sie im Gegenzug gewisse Dividenden. Also gut. Hier, 25. 20 meine ich. Sehr klug, sehr klug. Ein geschickter Investor weiß, dass er zuschlagen muss, solange das Eisen noch heiß ist. Wie? Unserer fruchtbaren Zusammenarbeit sehe ich mit Freuden entgegen. Absolut. Zwei Tage später. Heureka, ich habe es geschafft. Sollen sich Augen und Sinne an meiner neuen Erfindung erfreuen. Elitebeutel. Okay. Doch leider hat die überwältigende Arbeit meine Finanzen erschöpft. Komm, wir investieren noch mehr. Jo. Hier, komm. Sehr klug, ja. Zwei Tage später. Okay, das machen wir jetzt einfach mal. So lange, bis wir genug haben. Heureka, mhm. Kaputte Mutter, verbeulte Platte. Leider, aha. Investieren. Wir haben ja genug Geld. Zwei Tage später, aha. Ja. Angriff laden plus 3 Chip. Okay, Meteoritensplitter. Ach und weh, schon wieder bin ich vom schnöden Mammon abhängig. Was meinen Sie, sind Sie vielleicht bereit, in die Tasche zu greifen, in Höhe von 100.000? Sind Sie sicher? Dann ist die Zeit gekommen. Die Zeit für die Vollendung der größten Erfindung dieser Epoche durch das größte Genie der Generation. Also gut, dann an die Arbeit. Ich weiß genau, wie ich das wahr werden lassen kann. Eine Woche später. Jetzt bin ich gespannt. Endlich ist es vollbracht. Die größte Erfindung dieser und aller Generationen. Zumindest hätte sie es sein sollen. Leider habe ich versagt. Es sollte eine Startrampe werden, mit der man Raketen zum Mond schicken kann. Doch obwohl das gestattete Gefährt bis in die Tiefen des Alls vordrang, erreichte es den Mond leider nicht. Hat er das wirklich selber gebaut? Kann mir nicht vorstellen. Stattdessen landete es auf dem Mars. Was? Das ist alles so verdammt frustrierend. Immerhin bin ich das weltgrößte Genie. Nie zuvor musste ich erfahren, wie bitter eine Niederlage schmeckt. Daraufhin abgeschlossen. Shop. Doch noch ist nicht alles verloren. Ich verkaufe Ihnen gerne Material, das die Rakete von dem roten und öden Planeten mitgebracht hat. Erstmal muss ich was verkaufen. Ich bin nämlich bettelarm, dank dir. Scheiße. Gut, dass ich so viel hatte. So, erstmal. Ich verkaufe erstmal alles, was ich nicht brauche. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Einen Moment. Aber mal gucken, was er hat. Meteoritensplitter. Ein Stück eines Meteoriten, der auf die Erde fiel. Alienmaske. Eine Maske eines Aliens. Okay. Eine Alienmaske. Wahrscheinlich können wir die als Accessoire benutzen. Und hier kriegen wir Meteoritensplitter. Cool. Falls wir die mal brauchen. Unsere fruchtbare. Alles klar. Aber mal kurz gucken. Gegenstand. Wichtige Gegenstände. Alienmaske.
Ich bin ein Alien. Alien. Ich möchte einmal eine Nahaufnahme, bitte, danke. Okay, das haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Macht einen besseren Eindruck als die Maschinenmaske, möchte ich nur mal anmerken. Wenn wir uns die nochmal angucken. Gegenstand. Ja. Wichtig. Ne, die sieht schon ein bisschen, naja, aus. Aber wir machen das erstmal runter. Solche diese Masken werde ich nur im Livestream benutzen. Wenn ich das jemals... Also, wenn ich das jemals im Livestream spielen sollte. Entfernen. So, alles klar. Auf geht's! Wir müssen zum Widerstand und den Treibstofffilter abgeben. Warte, da gibt's noch... Dinge zu tun. Wir müssen nochmal dahin. Das ist wahrscheinlich unten. Moment. Okay. So. Okay, das war das wandernde Paar. Konnte ich sofort abschließen, weil ich ja allen möglichen Scheiß gesammelt habe auf dem Weg hierhin. Finde ich gut. Also, das geht wieder nicht. Wahrscheinlich, weil ich im Sprung war. Etwas, was ich hier machen kann. Ah, da oben. Der hat eine Aufgabe für mich. Hi. Du da. Du musst mir helfen, sofort. Was, ich? Mein Sohn hat irgendein elektronisches Schloss eingebaut und ich... Und sich jetzt selbst eingeschlossen. Der Dämmel. Ich stehe hier seit Äonen und er macht einfach nicht auf. Ich glaube, das wäre ein Familienberater angebrachter. Nicht, dass Maschinen so etwas wie eine Familie hätten. Ich bestehe darauf, dass du mir hilfst, diese blöde Tür zu öffnen. Mach sie einfach zu Kleinholz und hol meinen Sohn daraus. Schon gut, schon gut. Gute Güte. Ja, in der Tat, ein elektronisches Schloss. Hallo da drin. Hallo. Deine Mutter macht sich Sorgen. Mach doch auf und komm heraus, ja? Er scheint mich zu ignorieren. Vorschlag. Kernelement zerstören, um das elektronische Schloss zu öffnen. Das scheint meine einzige Option zu sein. Ah, jetzt kann ich solche Dinge öffnen. Super, dann können wir die eine Kiste... Ah, dann können wir die eine Kiste öffnen, die im Vergnügungspark ist. Voll gut. Ja, ganz ruhig, Spiel, ganz ruhig, ja. Du dummes Kind, ich war ganz krank vor Sorge. Warum hast du dich überhaupt da drin verschanzt? Weil ich Angst hatte. Da wir jetzt vom Netzwerk getrennt sind, weiß ich nicht mal, was die anderen denken. Sind wie Monster, das macht mir Angst. Ach, Liebling, alles wird gut. Mama hat dich lieb. Mama! Dann kann ich jetzt wohl gehen, oder? Oh, natürlich. Vielen Dank für deine Unterstützung. Und nimm dies, ich bestehe darauf. Maschinenarm 2, Fernangriff, blablabla, Ausweichdienst, kleine Erholung und Geld, Erfahrungspunkte. Danke. Ich werde versuchen, meinem Sohn bei der Überwindung seiner Ängste zu helfen. Geil. Jetzt kann ich diese Dinger hacken. Das heißt... Na, was heißt das wohl? Richtig, wir gehen nochmal in den Vergnügungspark. Ein Moment. So, Kiste, dann zeig mal, was in dir steckt. So. Hacken abgeschlossen, sehr gut. Schmutzlotterieticket. Oh, toll. Für sowas habe ich mich jetzt hinbegeben. Hammer, hat sich gelohnt. Echt, ey, voll. Hat sich echt voll gelohnt, ey. So, wir müssen wieder da rein. Da es aber nichts bringt, mit der Achterbahn zu fahren, kann ich auch wieder zurücklaufen. Moment, es gibt noch mal einen Schnitt.
So, wir gehen nochmal nach unten in dem Theatergebäude. Da haben wir noch eine Aufgabe, die möchte ich gerne erledigen. Das ist wahrscheinlich wieder das Maschinenabschlachten. Vermute ich einfach mal. Ah, okay. Spielerfindermaschine. Hallöchen, hast du Spaß? Ich würde nicht sagen, dass man hier Spaß haben kann. Ein gutes Argument. Ist eher ein Nichtvergnügungspark, hm? Und deshalb denke ich darüber nach, ein Spiel zu machen. Ja? Ja, ein lustiges Spiel, das jeder spielen kann, wenn ich nur die Materialien hätte. Du könntest mir nicht zufällig helfen, sie zu besorgen? Wir helfen. Ausgezeichnet, ich brauche lediglich ein dreifarbiges Kabel. Sag Bescheid, wenn du eins findest. Wenn du weißt, was du brauchst, warum suchst du da nicht selbst danach? Ein dreifarbiges Kabel findet man in den Maschinen im Vergnügungspark. Du erwartest doch nicht, dass ich meine eigenen Leute ausschlachte, oder? Du könntest auch einfach beschließen, das Spiel nicht zu bauen, weißt du? Niemals, mein kreativer Drang muss befriedigt werden. Aber du hast doch gerade gesagt, na, vergiss es. Die Maschinen mit den Dreifarbkabeln sind ziemlich aggressiv, also sei vorsichtig. Mhm. Die Maschinen... okay. Ziemlich aggressiv. Ja, dann werde ich die mal kaputt schlachten. Ich würde mal sagen, das mache ich offscreen. Nein, Tobi. Böse Tobi. Hör auf, die anzugreifen, Tobi. Die sind nicht unsere Ziele, Tobi. Das sind unsere Ziele. Jetzt schlachten wir seine eigenen Leute aus. Ja, Mann. Kommt her, vielleicht können wir jetzt gleich endlich gegen dieses Riesending da kämpfen. Für das Dreifarbkabel. Oder wer wegfliegt. Na, immer her damit, mit dem Lachs. So. Ja, seine Leute sind ziemlich aggressiv. Da brauchst du mir nicht zweimal sagen. Das merkt man schon. Und wir haben's. Ja. Yeah. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch eben töten. So. Keine halben Sachen. Ich habe dein Dreifarbkabel. Ah, ein Dreifarbkabel. Das muss ich haben. Ausgezeichnet, jetzt muss ich es nur noch hier anbringen. Geschafft, das Spiel ist fertig. Wie funktioniert das Spiel denn eigentlich? Das ist ein Ballerspiel. Ich habe allerdings das Gefühl, dass es noch viele Bugs hat. Es wäre großartig, wenn du es beim Spielen vielleicht etwas debuggen könntest. Lust auf ein Spiel? Ah, klar doch. Viel Spaß. Danke. Das ist ein Ballerspiel, hey. Ah, das Spiel ist bugfrei. Wenn ich das so angucke. Hui! Hacken abgeschlossen. Glückwunsch, hat es dir Spaß gemacht? Ja. Relativ. Lust auf ein Spiel? Klar. Viel Spaß. Ich liebe Ballerspiele. Halbwegs. Ist eigentlich so mein Metier, aber hey. Jetzt tritt die dämliche Pimmelkugel wieder durch. Yeah! Glückwunsch, hat es dir Spaß gemacht? Was auf ein Spiel? Jetzt gerade nicht. Wann immer du Lust hast, wieder zu spielen, kannst du gerne wiederkommen. Okay. Wahrscheinlich wird das aktualisiert, wenn ich weg bin. Cool, cool, cool. Das ist voll geil, Mann. Okay.
Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir zum Widerstand zurück. Schade, dass wir uns noch nicht teleportieren können. Und dann werde ich, glaube ich, die Aufnahme beenden. Ich bin jetzt bei 5 Stunden Aufnahme. Das ist... Ich bin selten so produktiv. Weil ich überlege, dass ich aus dieser Aufnahme vielleicht nur die Hälfte der Zeit gebrauchen kann, weil ich viel rausschneide. Ist es immer noch okay. Sagen wir mal so. Mist, ich wollte nicht runter. Scheiße, jetzt habe ich die Barrikade nicht aufgemacht. Eine Planänderung. Bitte will ein... Kacke, ich wollte da nicht runter... Oh. Warum darf ich da nicht durch? Oh, wie dumm. Aber das ist jetzt ärgerlich, ey. War so eine Scheiße. Einmal nicht aufgepasst, ne? Wollte nur gucken, ob ich einfach runterspringen kann und bin ich runtergefallen. Ah, fuck.